Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen. Mein Name ist Babylon und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Arc 10 Video mit der lieben Goldina. Hallöchen, Hallöchen. Und wir zähmen heute was? Ein Dilo. Richtig. Was brauchen wir? Wir brauchen Fleisch oder Kibbel. Und Betäubungspfeile oder die Fäuste. Wir nehmen den Betäubungspfeile, weil wir sind zu stark. Wo bist du denn, Daddy? Komm raus, Silo. Komm raus zum Spielen. Da. So, ja. Warte kurz. Na, Dilo, willst du noch einen haben? Vorsicht, hinter dir ist noch ein Dilo. Ja, schieß doch mal sonst. Jetzt ist er da. So, Dilo, was willst du für Kibbel haben? Grüne Kibbel? So, wir machen das mit Kibbeln jetzt. Ihr könnt da auch Fleisch reinmachen oder vom, wie heißt das? Prime Meat könnt ihr auch nehmen. Ja, habe ich auch mit. Ja, pack das mal einmal kurz rein, damit die Leute das sehen, weil ich habe das gerade nicht. Kannst du mal aufhören hier, du Arschloch? Ich könnte auch schön normales Fleisch nehmen. Kannst du es mal reintun, ja? Ja. Und das kriegt ihr halt nur von den großen Langhälsen. Von ihnen, so da hinten, und den kleinen, so der eigentlich immer manchmal angreift, einfach so. Ihr könnt auch Dilos töten und das Fleisch von denen nehmen. Oder so, ja. Und zack, habt ihr einen gezähmt. Also ist auch nicht schwierig. Ist eigentlich schon ziemlich simpel, halt wie so ein Dodo. Da muss man halt nichts beachten. Mit Kibbel geht das natürlich ratzfatz. Und aber das hier sind ja auch nur kleine Tiere. Wenn man jetzt einen Rex nimmt und man hat ein Kibbel, das geht dann halt schneller. Ja. Anstatt wenn man normales Fleisch nimmt, aber da kann man auch Prime Meat nehmen. Diese Schenkel, die wir euch gerade gezeigt haben. Ja, gut. War ja ein kurzes, ne? Video. Bringen wir den auch mal weg. Zu den anderen. Gut, Leute. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst wieder mal einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao. Tschüss, tschüss.